Kann Avatar 2 den gigantischen Erwartungen gerecht werden? Keine Sorge, diese Kurzkritik ist 100% spoilerfrei. Fangen wir doch erstmal bei der Handlung an. Die ist ehrlicherweise ziemlich klassisch und bedient sich vieler Elemente aus anderen bekannten Filmen und natürlich auch des ersten Teils. Legt dabei aber den Fokus deutlich stärker auf das Thema Familie und das steht dem Film ziemlich gut zu Gesicht. Außerdem muss man dem Film ein Riesenkompliment dafür machen, dass er es schafft, diese über 3 Stunden Laufzeit hervorragend zu füllen. Es kommen keine wirklichen Längen auf, die Handlung wird stetig vorangetrieben und alles, was passiert, hat irgendwie eine Relevanz. Natürlich sieht dieser Film hervorragend aus, ist wie fürs Kino gemacht, nimmt einen mit in eine wundersame Welt, die man so einfach nur auf der großen Leinwand erleben kann und schafft unfassbare Bilder. Am Ende bleibt aber auf jeden Fall das Gefühl, dass man einen unglaublich mitreißenden und unterhaltsamen Film gesehen hat, den man so unbedingt im Kino schauen sollte, gerade aufgrund seiner epochalen Bilder. Ich finde, der Film hat die Erwartungen erfüllt, wenn auch nicht übertroffen, und von mir bekommt er richtig starke 8 von 10 Sternen.